Mensch, leise, Werner, wir dürfen nicht auffallen. Wenn die uns erwischen, dann merken die ja, dass du ja nicht krank bist und ich schon längst hier weg sein müsste. Also sei ein bisschen vorsichtiger, du Gesichtsruine. Ja, sorry, Werner, war nicht so gemeint. Ich bin nur totalsten aufgeregt. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Ich bin gespannt, wie es Lenny geht. Was hat denn der eigentlich? Ach echt? Und du meinst, das kommt vom Trinken? Ach, du mich auch, Werner. Ey, nur der Unterschied von dir zu mir, der ist, dass man mich wenigstens noch schön saufen kann. Aber wenn man dich schön saufen will, ja, dann trinkt man bis morgen. Ich glaube, das packt man eh erst, wenn man knapp vorm Delirium ist, Alter. Also sei leise. Apropos, da vorne, da ist Lennys Zimmer. Woher ich das weiß, dass Lenny da drinnen liegt? Oh Mann, Werner, das ist doch ganz einfach. Das steht doch da, sein Name an der Tür. Du bist echt nicht der Hellste, wa? Na, was frage ich denn da noch, Alter? Ey, du merkst ja nicht mal von heute auf morgen, wo Lennys Zimmer ist. Scheiße, Mensch, die Pfleger kommen. Mann, Mann, die halten sich nie an die Regeln. Dreimal anklopfen. So, schnell ins Bett hüpfen, Decke drüber hauen und dann so tun, als wenn ich im Koma liege. Ach du Scheiße, Lenny. Ach du armer Mann, das sieht ja voll krass aus. Der liegt voll im Koma und oh, Werner, guck mal, wie der da liegt. Oh, voll die Geräte. Ach Mann, ihr seid's. Mensch, könnt ihr nicht anklopfen? Ich hab einen Schreck bekommen. Dacht schon, ihr seid die Pfleger. Dann wäre mein Urlaub jetzt vorbei. Oh Mann, der Unfall, der muss echt heftig gewesen sein. Du redest total wirre Sachen, Lenny. Du bist nicht in Urlaub, Lenny. Das hier ist ein Krankenhaus und du liegst auf Station. Ach Quatsch, Mann. Ich hab vor 3 Wochen zu Werner gesagt, ich könnte mal Urlaub hier brauchen. Und dann meinte Werner, er hätte einen Geheimtipp, wie man kostenlos an einen genialen Urlaub kommt. Ich verstehe ja nicht, kannst du voll vergessen. Naja, der Geheimtipp war folgender. Wir haben uns beide hinter den Tag ins Auto gelegt, bisschen Ketchup drauf auf die Brust und dann haben uns die Gysi gefunden. Also, ihr habt euch hinter der Schenke vorne ein Auto gelegt? Klaro, hätte ja sein können, dass wir da Stunden liegen, ehe uns jemand findet. Stell dir mal vor, Ico oder Werner, wir hätten Durst bekommen. Ja, stimmt schon, ey. Wenn man dazu bedenkt, so braucht ihr ja nur aufstehen und mal schnell reingehen, wenn er Durst bekommt. Und dann bestellt euch da drinnen einen Pilz und dann geht's wieder raus und könnt euch hinlegen und weiter warten, bis irgendwann mal Gysi kommt. Ganz genau, Macho. Na ja, wir lagen dann so da rum und dann kam Gysi, hat uns gefunden, ja, und die hat einen Arzt geholt. Ja, und dann ging der Urlaub los. Also ich kann mir was Besseres vorstellen, als mit einem Krankenwagen und Blaulicht durch Berlin zu fahren, ganz ehrlich. Ach ja, war eigentlich ganz toll. Erste Aktion gleich, als sie mich gesehen haben, Flüssignahrung. Erstmal ein Katheter, dann haben die mir eine Infusion gelegt. Ich glaube, da war ein Ananas mit Aprikosengeschmack oder so. War lecker. Aha, aber ich meine, ey, Essen ist viel einfacher, Lenny. Naja, man muss sich anstrengen und so schießt das Zeug direkt durch die Adern. Und naja, ist Urlaub, wa? Naja, ich stell mir Urlaub absolut ins anders vor. Nun hast du es geschafft, Mann. Ich erzähl dir nichts mehr. Immer das Rumgenörgel. Nicht mal einen Urlaub gönnst du mir. Ich meine, hey, war echt geil, kostenlos essen. Jeden Morgen eine Wäsche. Und Ingrid, die Pflegerin, wäscht einen jeden Morgen. Hihi. Gabi kommt auch nur 2 Stunden, dann ist Besuchszeit vorbei. Und TV gibt's in HD. Kostenlos. Also im Winter ein absolutes Highlight. Und nun macht euch raus hier, ihr Nörgler. Mann, sonst hol ich die Pfleger. Du willst uns raushauen? Kannst du vergessen. Icke und Werner, wir gehen. Außerdem, wenn du einen Pfleger holst, bekommst du Probleme. Denn die merken ja, dass du aus dem Koma erwacht bist. Ach, ist mir auch völlig egal. Mann, Mann, Mann. Komm, wir hauen hier ab. Werner liegt ja am anderen Bett und hat sich eine Infusion reingejagt. Werner? Werner? Scheiße, ey. Voll die Ladung Schmerzmittel. Hydnatrin steht da oder so. Ach, geil, ey, der ist voll drauf. Na, den kann ich auch vergessen. Ach, egal, bleibt der Merkbier für mich über. Ich hab nämlich Werner seine Bierjutscheine geklaut. Ach, ich bin dann weg, Lenny. Tschüss. Nee, warte, komm mit. Wieso der Sinneswandel? Ganz einfach, hier gibt's keinen Alkohol, Mann. Also, lass uns los. Oh, und Werner? Nö, lass ihn liegen. Der wird morgen operiert. Ich hatte nämlich für morgen OP-Termin. Die wollten nur mal reinschauen. Das kannst du doch nicht machen. Klaro, lass uns mal los. Okay, komm. Auf geht's.